Hallihallo und herzlich willkommen zum 13. Türchen des Alleskönner Kiste Adventskalenders. Und wir steigen sofort ein mit dem Jahr 17. Was haben wir denn da? Sind das Mistelzweige? Mit Pompons. Und sonst nichts? Keine Schnur oder so? Ist das dann einfach nur Hinschmeißdeko? Gucken wir mal nach, was wir denn tun sollen. Okay, also da muss irgendwo Faden dazwischen sein. Gucken wir mal. Oder wir brauchen Grünfaden von den Dingern, von Tag 10, genau. Von den, vom Lesezeichen. Von den Handschuhen. So, wir haben 6 Blätter aus grünem Filz und 3 rote Pompons. Nadel aus der Bastelbox brauchen wir. Das übrige grüne Stickgarn aus Tag 10, Lineal und eine Schere. Zum Glück brauchen wir keinen Bastelkleber. Schneide dir ein 1,5 Meter langes Stück Stickgarn zurecht. Fädle das Garn in die Nadel ein. Stich mit der Nadel mitten durch einen der roten Pomponbeeren und ziehe den Faden durch. Als nächstes fädelst du ein Filzblatt auf. Stich durch die im Bild rot markierten Stellen nach vorne und durch die blau markierten Stellen nach hinten. Fädel nun immer abwechselnd ein Pompon und ein Blatt auf. Das Ende der Girlande bildet wieder ein Pompon. Schiebe die Pompons und Blätter so zurecht, dass sie einen gleichmäßigen Abstand zueinander haben. Jetzt ist deine Girlande fertig und kann aufgehängt werden. Das scheint ja jetzt wieder eher was Schnelles zu sein. Lasst mich die Nadel suchen auf meinem magnetischen Nadelkissen. Wo ist sie denn? Ich habe sie vorhin gesehen. Da. Und wir brauchen Grün. Meter, okay. So. 30. 60. 90. Na, 1,20, 1,50. Ich gebe immer noch gerne mal ein bisschen mehr, nur für den Fall der Fälle. Weil ich das jetzt nicht so punktgenau, ich habe das jetzt so Pi mal Schnauze mit dem Lineal. Lasst mich in Ruhe. So, dann einmal hier durch. So ätzend mit dem Zeug hier. Geh doch mal da durch. So. Meine Finger sind voller Bastelkleber. So. Also wir sollten haben 6 Blätter und 7 Pompons. 2, 4, 7. Müll. 1, 2. 3, 4, 5, 6. Die sind schon wieder komplett steif. Ich weiß nicht, was die mit dem Zeug als machen. Gerade das Grüne, ich weiß nicht, ob das an der Art des Filzes liegt. Das hatten wir ja bei der Sterngirlande auch. Die, ich glaube, grünen Sterne waren auch so. Wenn die roten einfach wabbeliges Filz gewesen sind. Ich habe keine Ahnung, was die mit dem Zeug machen. Wir sollten uns auf eine Richtung einigen, in die die Blätter zeigen. Ich würde sagen so. Oder würde es gut aussehen, wenn wir es hin und wieder wechseln? Ich weiß nicht, ob das gut aussehen würde, wenn wir das so machen. Oder wenn wir es einfach so machen. Ich glaube, so mag ich es lieber. Machen wir es so. Gut, also erstmal einen roten Pompon auffädeln. Ich
Ich nehme hier gerade ein bisschen Schnur weg und wir machen das so wie bei den Sternen. Ich fehle jetzt erstmal auf. Wie machen die das denn? Ziehen die das mehrfach durch? Okay, also zweimal. Okay, das ist merkwürdig. Dann da nochmal kleiner. Und dann nochmal größer. So haben die es aufgezeigt. Also machen wir es so. Wieder rot. Ah, ich muss aufpassen, dass mir die Schnur da nicht durchzieht. So, von erst von unten. Dann so. Wieder durch. Wir versuchen das ein bisschen ordentlich auch zu machen. So. Weil ich finde 1,5 Meter ist ein bisschen viel. Wir gucken mal. So, Pompon. Muss echt aufpassen, dass ich nicht die Schnur ständig durch die Nadel, zu viel durch die Nadel ziehe. Unten durch. Hier rein. Der Typ hört einfach nicht auf zu husten. Dann hier wieder durch. Und hier wieder rein. So, Pompon. Da durch. Runter. Rein, durch, passt. Die hätten die Schnur auch gerne etwas dicker, also etwas dunkler machen können, weil man sieht die halt natürlich gut durch, ne? Wollt's nochmal erwähnt haben. Kann man sich dann natürlich aussuchen, welche Seite man schöner findet. Die mit den großen, zwei großen oder mit dem einen kleinen. So, vorletzter Pompon. Letztes Blatt. Ich würde sagen, die Pompons finde ich jetzt ein bisschen besser wie die Holz. Das waren wir zwar ein bisschen klein. Die Holzkugeln von den Sternen. Weil die rutschen nicht so einfach vom Dings runter. Also die Pompons selber muss ich wirklich schieben, damit die sich bewegen. Von alleine ist es nicht. Die Holzkugeln haben dann natürlich ihren eigenen Willen entwickelt. Dass man da mal aufpassen musste, dass das nicht auf der anderen Seite wieder runterfällt. So. Also nochmal. So. So was ein Stückchen länger, damit es halt auch zu den anderen passt. Was mir auch als an dem Filz nicht gefällt, man sieht halt, das sollte eigentlich bei Filz nicht sein, wo ich vorher reingestochen habe. Kenne ich auch so nicht von Filz. Das zeigt eigentlich schon, wie steif das Ganze hier eigentlich ist. So, und der letzte Pompon. Ich glaube, gerade hat eins meiner Handys gemeckert, dass der Akku leer ist. Oder droht leer zu gehen eher. So, jetzt gucken wir mal. Wie wir das denn schön aufziehen. Naja, vielleicht nicht so nah beieinander, aber so weit auseinander möchte ich es eigentlich auch nicht. Vielleicht habe ich da ein bisschen übertrieben. Um Gottes Willen.
Ich weiß halt nicht genau, wie weit auseinander man die machen kann. Was ist zu weit? Was ist zu dicht? Wir probieren es mal so. Alles eher nach Augenmaß. Wir müssen es ja nicht übertreiben. Also jetzt hinken die Abstände ausmessen. So weit kommt es ja noch. Ich muss sagen, ich mache eigentlich vieles per Augenmaß. So. Ich versuche jetzt mal, es irgendwie so hinzulegen, dass man sich einen Überblick verschaffen kann, wie das Ganze denn aussieht. So. War doch jetzt gar nicht so schwer und sieht auch gar nicht so scheiße aus. Nein, sieht eigentlich ganz okay aus, muss ich sagen. Ich mochte ja auch die Sterngirlande. Das machen wir mal weg. Hat wieder mein Handy gebrummt? Nö. Ich höre ständig irgendwelche merkwürdigen Geräusche. So, das war 2017. Und dann machen wir doch gleich mal weiter mit 2018. Das ist relativ schwer jetzt im Vergleich zu den letzten Tüten. Ah ja, wir haben gefärbte Eisstiele da drin. Ich verstehe die Aufkleber hier nicht. Also das sind Aufkleber. Also ich muss sagen, die Farbe der Eisstiele finde ich richtig. Das ist für mich Türkis. Ich weiß nicht, ob ihr das auf der Kamera überhaupt seht, aber das ist dunkles Türkis. Das sieht jetzt natürlich nicht so schön aus. Ich finde die Qualitätskontrolle von alles, von den alle, von Kosmos, das ist ja nicht alles, genau, von Kosmos ist fragwürdig. Also wenn man halt so Stäbe dazwischen hat, die dann eher so aussehen, als wären sie dreckig oder so. Oder halt eben das, weil scheinbar die Farbe da nicht durchgegangen ist, finde ich halt schon so. Gut, also wir haben 2, 4, 6, 8 Stäbchen. Wir haben diesen Faden und wir haben Aufkleber. Also das sieht man jetzt vielleicht nicht so. Das heißt, sind so Stangen. Das hier sind Sternchen. Hier sind Sternchen als Aufkleber. Und hier das Runde und hier. Ich kann mir noch nicht vorstellen, was wir damit machen sollen. Aber das verrät uns bestimmt gleich. Da haben wir nochmal dieselbe Werbung. Oder hatten wir die bei dem anderen? Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube schon. Ah, dafür brauchen wir das Foto. Wartet mal. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da ist es. Ich habe gesagt, ich nehme kein Foto von mir. Und wenn ich das richtig sehe, bekleben wir welche von diesen Holzdingern. Dann suchen wir uns die raus, die so dreckig sind und überkleben die. So. Also, wir haben einen Stickerbogen und 8 blaue Holzstäbchen und weißes Band. Aus dem weißen Band machen wir so einen Anhänger, dass man es aufhängen kann. Und die kleinen Aufkleber kann man dann zur Dekoration benutzen. Wir brauchen Bastelkleber, Foto 9x9, Lineal, Bleistift, Schere. Gut, die Postkarte messen wir gleich aus. Klebe die 4 langen Sticker auf 4 der Holzstäbchen. Lege dann jeweils 2 der übrigen Stäbchen nebeneinander und bestreiche die Enden mit Bastelkleber. Da hätte ich tatsächlich eher Holzleim für genommen. Aber wenn ich natürlich den Leuten sage, kauft auch noch Holzleim und kauft Sekundenkleber und kauft Bastelkleber, die drehen einem ja am Rad, der soll ja auch Holz kleben.
Wo steht das? Hier. Papier, Pappe, Leder, Bast, Filz, Kork, Styropor, Holz und vieles mehr. Ich gehöre zu den Leuten, die jetzt nicht unbedingt so einen Universalkleber für wichtige Bastelprojekte nehmen würden, sondern halt tatsächlich einen Kleber, der für dieses Bastelprojekt geeignet ist. Aber gut. So, klebe nun alle Stäbchen zu einem Viereck zusammen, wie du es auf dem Bild siehst. Schiebe sie zurecht, bis alle schön gerade sind. Lass dann den Kleber gut trocknen. Verziere die Vorderseite des Rahmens mit den kleinen Stickern, wie es dir gefällt. Lies auf der Rückseite weiter. Brauchen wir wirklich noch mehr Anleitungen dafür? Naja. So, binde in der Mitte des weißen Bandes eine Schleife. Oh Gott, deswegen, ich muss schon wieder ohne irgendwas eine Schleife binden. Wir wissen, wie es beim Kranz geendet ist, nämlich hässlich. Achte darauf, dass die beiden losen Enden etwa doppelt so lang sind wie die der Schlaufen. Was? Nein, sind wie die Schlaufen, Entschuldigung. Mit den beiden Schlaufen bindest du dann nochmal einen einfachen Knoten. Was? Nochmal ein Knoten, was? Mit den beiden Schlaufen bindest du dann nochmal einen einfachen Knoten. So kann sich die Schleife nicht mehr lösen. Ach so, klebe die Enden des Bandes an den hinteren oberen Ecken, des Rahmens fest. Zuletzt schneidest du ein Foto auf die Größe 9x9 zurecht und klebst es von hinten an den Rahmen. Fertig! Och Gott, der Arme, der hat nur ein Auge. Okay. Also ich werde nicht mein ganzes Neko draufkriegen, denn das ist, glaube ich, größer wie 9x9. Wir gucken mal. Will ich eher mehr Neko? Oder will ich den Schneemann dabei haben? Hier habe ich halt die, den Schriftzug dabei. Hier würde ich dem Neko so einen Schwanz abschneiden. Das ist aber irgendwie doof. Hier hätte ich aber die Schlaufe mit drin von dem... Ist jetzt nicht viel. Ich glaube, ich möchte lieber den Schneemann mit drauf haben. Okay, gucken wir mal. Jetzt muss ich mal meinen Bleistift holen. Moment. Der mir vorhin runtergefallen ist. So, dann gucken wir mal. So, 9 wäre hier. Wir müssen ja auch damit rechnen, dass ja auch noch ein Teil davon verschwindet beim Rahmen. Also wir werden vermutlich auch nicht den kompletten Schneemann da drauf kriegen. Wir müssen mal gucken. Ich mach mal hier 9. Legen wir hier an. Ach Gott, ich kann fast die ganze Breite der Postkarte nutzen. Also wenn wir dann sagen, hier 9. Das ist jetzt 6 mm. So, von hier gemessen 9. Versuchen so gerade wie möglich zu bleiben. 9. Müsste ich jetzt eigentlich hier gut durchziehen können. Ich mache es vielleicht ein bisschen. Nur vorsichtshalber einen Ticken breiter, wie ich es gemessen habe. Ich meine, das meiste verschwindet ja eh hinter dem Rahmen, aber einfach nur abschneiden kann ich immer noch. Wieder dran kleben wird schwer. So, hier machen wir es dann auch. Ein bisschen mehr. Hier auch. Was machen wir? Gut, da oben habe ich jetzt schon ein bisschen mehr. Hier mache ich es dann so. Wow. Lineal.
So. Schneiden wir jetzt mal zurecht. Also mit einem Passbild kommt man schon mal gar nicht weit. So, das würde man jetzt im Rahmen sehen. Um den Schwanz tut es mir leid. Warum ist der Rahmen aber viereckig? Ich weiß, die Holzstiele sind nicht wesentlich länger, aber das hätte man vielleicht auch mit anderen. Wobei, es gibt bestimmt auch längere. Wir leben in einer Welt voller Bastler. Da muss es sowas Längere geben. Gut, also die sehen jetzt zum Beispiel nicht so hübsch aus. Ich brauche vier Stück und dann würde ich sagen, der. Und der ist noch sehr. Die sind so dreckig gelb. Sieht man das? So bräunlich gelb. Also wenn man jetzt sich zum Beispiel mal so einen anguckt im Vergleich. Dass die halt so ein bisschen so einen bräunlich-gelben Ton haben. Hat der hier zwar auf der einen Seite auch, aber auf der anderen Seite nicht. Dafür hat er halt auf der anderen Seite so blaue Flecken, aber das ist okay. Die hier sind am hässlichsten und deswegen werden wir die auch überkleben. Mit den Aufklebern. Ich bin gespannt, wie gut die halten werden. Ich möchte das gerne abmachen, weil dann sehe ich besser, mit was ich zu arbeiten habe. Boah, die kleben echt wie Sau. Die Dinger. Oh, das sind sogar Schneemänner. Die habe ich überhaupt nicht gesehen. So. Dass ihr das auch seht, finde ich, ich glaube, so kann man sich da besser ein Bild von machen. So, wir haben die Stäbchen. Wir haben drei Sternchen, drei Kugeln, drei Schneemänner und vier Weihnachtsbäume. So. Nein, das geht so nicht. Ich muss hier vorne anfangen. Kleb doch mal. So. Die Sticker sind nicht lang genug. Also hier steht nichts über. Die sind einfach zu kurz. Kann man jetzt natürlich von halten, was man möchte. Seht ihr das, was ich hier treibe? Zoome ich mal ein bisschen näher ran. Ja. Ich zoome ich gleich noch ein Stück raus. So, ich glaube, das ist besser. Also auf den Fingern kleben die echt gut. Ich glaube, das muss ich nochmal machen. Die auch an den Stöcken so kleben, ist natürlich die andere Frage. Oh, das ist jetzt ein bisschen schief, glaube ich, geworden. Ich finde aber trotzdem immer noch die Farbe der Eisstiele richtig gut.
nehme ich eigentlich auf? Ich bin mal manchmal so ein bisschen paranoid. Ich muss auch immer ein bisschen gucken, weil wenn mir die Karte voll läuft, das ist jetzt eher ungeil. So. Also wir haben unsere vier überklebten Stäbchen. Jetzt sollen wir zwei nebeneinander legen. Einen Bastelkleber drauf machen. Na, vielleicht ein bisschen breiter. Es müssen ja beide Stäbchen drauf. Ich mache jetzt erstmal nur eine Seite. Okay, drunter schieben ist keine so gute Idee. Schon Kleber auf den Aufklebern. Ja. Ziemliche Fummelarbeit. Was ist denn das da? Ich weiß auch nicht, ob das nicht schon wieder zu viel Kleber ist. Ich habe halt immer den Eindruck, es klebt dann einfach besser. Aber dafür dürfte es halt deutlich länger brauchen zum Trocknen. Und es drückt sich halt natürlich an allen Ecken und Enden raus, wenn es zu viel ist. Ich sollte mir Küchentücher oder sowas herlegen. So, das ist jetzt die eine Seite. Ach. Gehen wir jetzt mal auf die andere. Ich probiere es hier wirklich mal mit ein bisschen weniger Klebstoff. Erstmal eine Stange hier fest. Das, wie kommt mir das hier so schief vor? Könnte aber sein, weil hier, das weiß ich nicht, ob ihr das so gut seht. Bei dem hier. Dem hier ist ja so ein Riesenschlitz zwischendrin. Kann sein, dass es dadurch ein bisschen ungleichmäßiger wirkt und ich verschmiere hier den ganzen Kleber. Ist aber nicht schlimm. Auf der Rückseite kommt ja eh ein Bild hin. Dann sieht man das nicht mehr so. Wenigstens kriegt man den Kleber gut vom Tisch wieder runter, solange er noch einigermaßen feucht ist. So. Dann nochmal ein bisschen. Nicht mehr so viel. Und dann fürchte ich, müssen wir es wirklich ein bisschen trocknen lassen. Wie viel von den 9 cm hat man dann eigentlich noch? 7. Das ist ja fast nix. Das ist ja fast nix. So, können wir vielleicht noch ein Stück runterschieben? So. Wir lassen das jetzt ein Momentchen trocknen. Ich zoome euch nochmal einen Ticken raus. Wir lassen das jetzt ein bisschen trocknen und machen währenddessen. Was machen wir währenddessen? Ich habe eigentlich nichts, was ich währenddessen machen kann. Ich dachte gerade eben, wir sind bei 17, aber wir sind ja schon bei 18. Vielleicht mache ich so.
Ich habe das ja schon mal gemacht, wie bei den Stäbchen da, wo wir das Zeug angeklebt haben. Ich lasse es jetzt ein bisschen trocknen und wir sehen uns dann gleich wieder und ich werde währenddessen einfach was anderes aufnehmen. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück mit unserem Bilderrahmen. Ich muss mich ein bisschen sputen. Ich habe nur noch circa 27 Minuten Zeit. Wir werden ein paar Sachen aufkleben. Ich finde die Schneemänner toll. Ich klebe auf jede Seite mal einen Schneemann an. So. Na, na. So. So Sternchen vielleicht auch noch, so da, so hin und da, so hin. Und ja, ich bin unglaublich für Gleichheit. Ich mag das nicht, wenn Sachen ungleichmäßig sind. Dann kleben wir vielleicht hier noch so eine weiße. Ich hätte das anders machen sollen. Wartet mal kurz. Guck mal her, du Stern. Du gehst mal mehr so mittig. Du auch. Weil dann kann ich nämlich hier auf die Seite so eine Weihnachtskugel kleben. Na, vielleicht eher. So. Ihr werdet das selten bei mir erleben, dass ich Dinge unsymmetrisch mache. Asymmetrisch. So. Es ist einigermaßen symmetrisch. Also ich habe Schneemann, Stern, Kugel, dass die jetzt da nicht so symmetrisch draufkleben. Das ist nicht so schlimm, wobei der könnte noch ein Stück runter. Ist so schlimm. Ah, dann machen wir den noch ein Stück runter. So. Mehr will ich da aber nicht drauf machen. Jetzt kleben wir unser Bild fest. Wir gucken mal. Also wir können es rein theoretisch nur auf die blauen kleben, weil die sind unten. Und so wie ich das sehe, überlappt es tatsächlich mit dem kompletten Stiel. Also von der Breite her. So. Das werde ich mal umdrehen. Mal gucken. Dass das vielleicht auch mal gerade dahin mache. Hallo? So. Sehe gerade, dass hier Farbe vom Kleber abgeht. Also Farbe von dem Eisstäbchen durch den Kleber. So, ich denke, so ist es in Ordnung. Wir haben noch ein bisschen Schneemann, wir haben ein bisschen Neko. Hier sieht man es jetzt halt leider durch. Lässt sich jetzt aber auch nicht ändern. Jetzt müssen wir noch dieses Schleifchen da dran machen, ne? Hätte ich, glaube ich, vorher machen sollen. Also, machen den Knoten. Das wird wieder nix. Gucken, dass der recht mittig ist. Mache ich ein Schleifchen. Gucken, dass ich es nicht zu groß mache. Da muss ich noch ein Stück ziehen. Damit die Schlaufen wenigstens gleich sind. Das müsste gehen. Und dann soll ich da nochmal einen Knoten reinmachen. Geht das so einfach? Habe ich noch nie gemacht. Nochmal einen Knoten in eine Schleife reingemacht. Geht, dann ist die Schleife halt
recht klein. Aber macht nichts. Dafür geht sie nicht mehr auf, hoffe ich. Gut, na ja, gut, die sollen halt relativ gleich lang sein. Müssen wir vielleicht gegebenenfalls jetzt nochmal ein Stückchen schneiden. Ich guck mal. Ja, ein Stück müssten wir abschneiden. Und dann soll ich was mit dem machen. Ich habe die Anleitung schon wieder weggelegt. Weil ich zwischendurch was anderes aufgenommen habe. Und dann einfach hinten ankleben. Okay. Also dann so hier. Nee, ich lasse es nicht so, keine Sorge. Ich mache noch ein bisschen Kleber drauf. Ich will nur gucken, dass es einigermaßen gleichmäßig ist. Wenn ich das jetzt so mache. Ich glaube, so richtig mittig ist die Schleife nicht. Aber ich glaube, das würde so gehen. Ich mache dann hier oben drauf ein bisschen Kleber. Den Seiten ein bisschen raus. Ich glaube, wenn ich hier ein Stück reinziehe. Ja, ich glaube, so ist es besser. Aha. Ich muss aufpassen, wie ich die Schleife anfasse. Vielleicht sieht man das auf der Kamera. Na, stelle ich mal scharf, dass hier das Blau sich ein bisschen abgefärbt hat. Also in Real Life sieht man das ganz gut. Ich weiß nicht, ob es auf der Kamera gut rauskommt, dass jetzt hier sich das Blau abgelöst hat. Also es ist nicht wasserfest, die Farbe von den Stäbchen. Also solltet ihr ein bisschen aufpassen, dass es nicht nass wird. So. Ich heb's jetzt nicht dran fest. Ich kann es jetzt aber auch leider nicht hinlegen. Was war noch mal in dem anderen? Ach, da war... Das war das hier, gell? 17, wo ist mein... Kann mal gucken. 13, ja. Ich leg das mal kurz dahin. Wir zoomen euch mal ein Stück raus, weil die Kette ja doch ein bisschen länger ist. Die Girlande, Entschuldigung, die sich hier so ein bisschen verwurstelt hat. So. Ich versuche sie mal so ein bisschen kleiner hinzulegen, dass man auch alles sehen könnte. Ich schiebe das mal so ein bisschen in die Mitte. Das nochmal so ein bisschen weg. So, ich zoome euch wieder ein Stück ran. Das ist hier ein Gezoome rein und raus. Ja, das halte ich jetzt ein bisschen fest, weil jetzt der Kleber auf der Rückseite ist. Was hat mir jetzt besser gefallen? Ich muss sagen, ich mochte beides eigentlich ganz gerne. Aber wegen der Farben mag ich tatsächlich den Bilderrahmen. Also das ist ja auch wieder was, wo ich sage, das muss ich ja nicht weihnachtlich gestalten. Das ist ja auch was, das ich jedes Jahr machen kann. Also jedes Jahr. Zu jeder Jahreszeit, zu jedem Tag machen könnte und anstatt halt Aufkleber könnte man die vielleicht auch ein bisschen anmalen. Es ist ja öfter mal Trend, einfach so blau und weiß, so ein bisschen, ja, ich nenne es immer so alter Oma-Stil, aber das ist halt mehr so Richtung Nordsee, würde ich sagen, wie so Meer, so weiß und blau. Was man halt häufig sieht, ich weiß nicht, oder Schweden oder so, ich habe keine Ahnung, was für ein Stil es genau ist, aber sowas könnte man ja draus machen, oder man nimmt komplett weiße Stäbchen,
Die gibt's bestimmt auch einen Ticken länger. Die gibt's auf jeden Fall auch breiter. Da kann man richtig schöne kleine Sachen mit basteln. Oder man nimmt einen schon vorhandenen Bilderrahmen und klebt es nur außen rum oder so. Finde ich eine echt schöne Idee. Das ist halt eine Girlande. Also wir hatten ja schon eine mit den Sternen, wo ich sagen muss, die hat mir ein bisschen besser gefallen. Wegen den unterschiedlich farbigen Sternen und weil dann halt noch die Kugeln mit dazwischen waren. Das ist okay. Ist eine schöne Girlande, aber wenn ich jetzt mich entscheiden müsste zwischen der Girlande, ich sage immer Girlande, aber es ist ja eine Girlande und dem Bilderrahmen nehme ich doch lieber den Bilderrahmen. Ihr könnt mir ja wie immer gerne in den Kommentaren schreiben, was euch am besten gefallen hat. Mein Punkt geht an 2018 und ich würde sagen, ich mache hier jetzt Feierabend und wir hören uns dann in dem nächsten Kalendertürchen wieder, beziehungsweise bei dem nächsten Kalendertürchen oder bei einem meiner anderen Videos. Bis dann!